Sound wasted. Hey Leute, cool, dass ihr hier reinschaut und herzlich willkommen zu einem neuen Haustutorial. Und ihr seht das schon im Hintergrund, was heute dran ist, und ihr habt es auch im Videotitel schon gesehen. Eine italienische Villa ist mal wieder dran und ich habe mir Mühe gegeben und finde, sie ist richtig cool geworden. Und ich würde sagen, wie immer haben wir im Hintergrund ein Schwein. Was soll das denn? Irgendwie, ja, bei mir sind in letzter Zeit immer ganz viele Schweine unterwegs. Genau, wir schauen uns das Ganze wie immer erstmal an und dann fangen wir an, das Ganze zusammen nachzubauen. Ich weiß nicht, wie lange das insgesamt dauert. Ihr seht das ja am Ende, so lang wie das Video halt ist. Und jetzt fangen wir einfach mal an, uns das Ganze anzuschauen. Wir sind hier eigentlich gar nicht mal auf der Vorderseite, sondern die Vorderseite ist einmal hier auf dieser Seite. Und hier seht ihr schon den Eingang. Wir haben diesmal keine Tür. Und generell ist alles so ein bisschen weiter offen, aber ich habe mir gedacht, guck mal, wenn das so in Italien ist, da ist ja fast immer gutes Wetter und dann braucht man nicht unbedingt Türen, sondern wenn alles so ein bisschen offen ist, dann ist das ja auch okay. Genau, hier haben wir den Eingang, dann, wenn wir hier links rumgehen, wir haben einen Pool mit dabei, hier, wie gesagt, einen etwas offeneren Teil. Und dann, wenn wir hier einmal außen rum fliegen, dann seht ihr, haben wir hier so viele Säulen und diese Bögen, was für mich so ein bisschen das Italienische ausmacht. Und dann auch nochmal eine Dachterrasse hier oben drauf. Und hier sind wir einmal in der oberen Etage und hier kann man dann so ein bisschen runter gucken. Und es fehlt noch eine Treppe, die man hier noch irgendwo reinbauen müsste. Würde sich hier in der Ecke vielleicht anbieten oder hier an dieser Wand. Ich glaube, an dieser Wand wäre das, glaube ich, ganz cool, wenn man dann hier oben rauskommt. Genau, hier dann so die untere Etage. Also seht ihr, wie groß das so ungefähr ist. Ist jetzt nicht wirklich übertrieben groß, aber man hat zwei Etagen und es reicht, denke ich mal, aus, um die wichtigsten Sachen reinzubauen. Ein Bett, eine Küche, ein kleines Badezimmer oder wie auch immer. Und dann würde ich sagen, fangen wir an, das Ganze nachzubauen. Die Materialien, die wir brauchen, wir brauchen zum Großteil Sandstein und Quarzblöcke und Ziegelsteine, beziehungsweise dann auch noch die Stufen davon. Und normale Glasscheiben habe ich benutzt für die Fenster. Und dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an, und zwar mit dem Sandstein, und wir fangen an dieser Ecke hier vorne an. Also hier, wo ich gerade drauf zeige, also dass ihr wisst, so wie, in welche Richtung das Haus ungefähr geht. Und genau, wir setzen erstmal einen Sandstein hin und ich würde sagen, wir setzen erstmal 7 Stück hin, also eine Reihe von 7. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mal Sandstein. Und diese beiden Ecken, also links und rechts davon, die ziehen wir jetzt einmal hoch auf eine Höhe von 8. Also einen haben wir ja schon, dann haben wir jetzt 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Das gleiche hier auch nochmal, also 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann verbinden wir das oben einmal, dass wir so einen großen Kreis oder ein Viereck haben. Dann gehen wir in die Mitte davon, beziehungsweise wir zählen hier einmal ab, also dann 1, 2, 3, den vierten Block von unten, da ziehen wir eine Verbindung nach rechts rüber und da drüber auch nochmal eine Verbindung, also dass man so eine 8 hat, wo das in der Mitte 2 Blöcke breit ist, und dann gehen wir unten in die Mitte hin und ziehen eine Verbindung von unten nach oben, also hier, und den Rest füllen wir dann mit Glas aus. Das heißt, hier haben wir ein Fenster, was 2x2 Blöcke ist, hier ein Fenster, was auch 2x2 Blöcke ist, und hier oben ein Fenster, was 5x2 Blöcke groß ist. Also so. Als nächstes würde ich sagen, machen wir erstmal den Grundriss des Hauses, und dafür brauchen wir jetzt wieder Sandstein, und wir gehen einmal unten rechts an die Ecke hin und ziehen das jetzt nach hinten weg. Und hier brauchen wir insgesamt 6 Blöcke, weil wir einen hier schon haben, zählen wir ab 2 weiter, und zwar bis 6 dann. Also 2, 3, 4, 5 und 6. Dann sieht das Ganze so aus. Von hier aus gehen wir jetzt einmal nach rechts weiter. Insgesamt brauchen wir hier 10. Wir haben ja wieder einen, also machen wir jetzt einen zweiten. Und bis 10, wie gesagt, also 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Von hier gehen wir jetzt nach oben weg. Insgesamt 7, also einen haben wir ja schon, dann haben wir 2,
3, 4, 5, 6 und 7. Jetzt gehen wir nach links weg, auch insgesamt 7. Also einen haben wir schon wieder, also ab 2 bis 7 wieder. 2, 3, 4, 5, 6 und 7. Und dann einmal hoch insgesamt 8, weil wir einen schon haben, ziehen wir ab 2 weiter bis 8. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Dann sieht das Ganze so aus von oben. Jetzt würde ich sagen, gehen wir einmal hier nach unten, also nach links, hier an diese untere Ecke und gehen nach hinten weg. Insgesamt brauchen wir hier 5. Einen haben wir ja wieder schon, das heißt, wir zählen ab 2 weiter bis 5. Also 2, 3, 4, 5. Dann lassen wir 2 Blöcke frei und setzen dann wieder 5 Blöcke hin. Also 1, 2 frei und ab den dritten wieder 5 Blöcke. Also 1, 2, 3, 4 und 5. Jetzt müssen wir 3 weitere nach rechts, also 1, 2, 3. Hat man insgesamt 4 Stück hier. Und jetzt müssen wir einen noch nach oben dran setzen. Und jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Und zwar brauchen wir 2, die frei bleiben. Und dann kommt ein Block hin. Dann bleiben wieder 2 frei. Und dann ein Block hin. Und jetzt nach rechts hin bleiben 2 frei und ein Block hin. Dass das Ganze von oben aus gesehen jetzt so aussieht. Und das ist so der Grundriss des Hauses, würde ich jetzt einfach mal sagen. Genau, als nächstes würde ich sagen, gehen wir einmal an diese Ecke hier dran und ziehen diese hoch auf eine Höhe von insgesamt 8 Blöcken. Das heißt, einen haben wir schon, dann haben wir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und ziehen das jetzt einmal nach vorne dahin. Also einmal komplett rüber, so bis hierhin. Genau, dann gehen wir einmal von dieser Ecke aus nach hinten weg. Insgesamt brauchen wir hier 6 Blöcke, also wir stellen uns dahinter ein, haben wir schon, wir zählen ab 2 weiter bis 6, also 2, 3, 4, 5 und 6. Und jetzt müssen wir einmal, wenn man von vorne wieder drauf guckt, von hier aus nach rechts gehen und da auch insgesamt 6 Blöcke. Das heißt, wir gehen an die Seite dran und zählen von 2 weiter bis 6, also 2, 3, 4, 5 und 6. Und lassen das dann erstmal hier. An der Ecke können wir auch schon mal hingehen und die einmal runterziehen, bis die sich hier unten mit diesem Block verbindet. Und dann haben wir hier so ein bisschen Struktur schon wieder reingebracht. Genau, so, jetzt muss ich einmal genau gucken. Jetzt können wir einmal an diese Ecke dran gehen. Genau, also ich fliege nochmal von oben hin. Also so ist das eigentlich, hier ist die Vorderseite. An diese Ecke hier gehen wir dran und ziehen die nach rechts weg. Und ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Blöcke das sind, aber es ist genau die gleiche Höhe wie da drüben, wie das hier. Und dann müssen wir die auch einmal verbinden. Das heißt, hier ziehen wir einmal eine Verbindung hin und dann, genau, sieht das von oben aus so aus. Genau, so. Als nächstes würde ich dann sagen, könnten wir eigentlich diese Säulen machen. Ich bin mir gerade nicht sicher, wie ich am besten weitermache. Aber ich würde fast sagen, wir machen das einfach mal. Und zwar nehmen wir uns jetzt einmal Quarzblöcke. Und ihr seht ja hier diese Vorderseite, die wir haben. Und dann gehen wir einmal auf die rechte Seite und jetzt setzen wir nicht auf den ersten, sondern auf den zweiten Block, also hier einmal Quarz hin und zwar 1, 2, 3, 4 Blöcke. 4 Blöcke Quarz setzen wir hier hin. Dann nach rechts hin lassen wir 2 frei und setzen wieder 4 Blöcke Quarz hin. Dann lassen wir wieder 2 frei und setzen 4 Blöcke Quarz hin. Also jetzt haben wir schon 3 Säulen, jetzt brauchen wir noch eine vierte Säule. Also wieder mit 2 Abstand und eine fünfte Säule, auch wieder mit 2 Abstand, dass das Ganze so aussieht. Und dann nehmen wir uns einmal Quarztreppen und setzen die an die obersten immer so umgedreht dran. Und zwar hier so eine und hier so eine, dass man so einen Bogen daraus geformt hat. Das gleiche machen wir dann hier zwischen und hier zwischen, also zwischen allen Säulen, so dass man insgesamt solche Bögen hat, 4 Bögen sind das, beziehungsweise 5 Säulen.
Was wir dann machen, ist, dass wir auf der Seite einmal nach hinten weg genau das gleiche jetzt machen. Das heißt, wir lassen immer zwei Blöcke frei, setzen eine Säule hin. Jetzt haben wir ja eins, jetzt haben wir zwei. Dann brauchen wir eine dritte, eine vierte, eine fünfte und eine sechste. So. Das heißt, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Säulen. Und auch jetzt nehmen wir wieder die Quarztreppen und setzen die einmal immer hier zwischen. So, ups, einen habe ich vergessen. So, dass man hier auch wieder diese Bögen hat. Und dann gehen wir einmal nach hinten und zwar in diese Richtung. Wieder mit diesen Säulen. Das heißt, wir lassen wieder zwei frei. Eine Säule, zwei frei. Eine Säule, zwei frei und dann hier die letzte Säule an dieser Wand dran. Und dann gehen wir wieder hin und setzen an die Oberkante. Ihr müsst aufpassen, genau, nicht, dass die sich irgendwie so rumdrehen, sondern immer schön seitlich, dass sie so einen Bogen bilden, ne? Genau, so. Was ist denn jetzt los? So, und genau, dann haben wir hier die letzten drei Bögen auf dieser Seite. Und genau das soll es sein, genauso soll es hier aussehen. Jetzt als nächstes, jetzt bin ich gerade ein bisschen am Überlegen, wie ich das am besten mache. Wir gehen einmal hier, würde ich sagen, an diese Ecke dran und ziehen hier zwei Blöcke runter. Also eins, zwei Blöcke, die wir weiter runter gehen und ziehen das dann nach links an diese Wand dran bis dahin. Setzen hier links noch einen Block rein und dann dreimal Glasscheiben hier in diese Mitte rein. Auf dieser Seite, auf der gleichen Höhe, also auf dieser hier, ziehen wir einmal eine Verbindung nach vorne weg, setzen hinten rechts, also hier einen Block rein und dann auch hier drei Glasscheiben, dass das Ganze so aussieht in dieser Ecke. Genau so, dabei belassen wir es erstmal und ich bin ein bisschen überfragt. So, ich würde sagen, wir gehen einmal an diese Seite und machen hier auf der Seite weiter. Und auf dieser Seite, also wie gesagt, das ist die linke Seite des Hauses. Hier muss ich einmal das richtige Bild raussuchen. Genau, hier machen wir das einmal so, dass wir Sandstein nehmen. Und ihr seht ja hier diesen Eingang. Also hier kommt die Tür nachher rein. Links davon, diesen Block ziehen wir einmal hoch bis ganz nach oben. Rechts davon den auch. Dann ziehen wir links davon noch eine Verbindung nach oben und hier rechts auch noch mal eine Verbindung nach oben. Hier unten kommt jetzt ein Fenster rein und zwar eins, das zwei Blöcke hoch ist. Das heißt, hier ziehen wir dann wieder eine Verbindung und dann ziehen wir noch eine Verbindung und hier oben kommt auch ein Fenster rein. Also da können wir schon mal die Glasscheiben nehmen und diese hier reinsetzen und hier oben reinsetzen. Also dass das Ganze so aussieht. Und das gleiche machen wir auf der Seite auch. Das heißt, hier kommt ein Fenster rein, was zwei Blöcke hoch ist, dann eine Verbindung, noch eine Verbindung und dann hier oben auch Glasscheiben rein. So. Und hier bei der Tür machen wir das so, wir setzen uns in die, also wir stellen uns einfach in die Mitte rein, lassen eins, zwei, drei Blöcke frei und auf den vierten, da ziehen wir dann einmal umgedrehte Sandsteintreppen rein. So, auf dem vierten Block. Und dann alles, was da drüber ist, machen wir zu mit Sandsteinblöcken. Also, dass wir nur hier unten diese Tür haben. Und jetzt brauchen wir Quarzblöcke. Und diese ziehen wir jetzt einmal. Wir orientieren uns jetzt an der Tür, gehen nicht rechts auf den ersten, sondern auf den zweiten Block. Und dann nach vorne weg. Einen Block lassen wir frei und auf den zweiten, also hier, setzen wir einmal einen Quarzblock hin. Und dann das gleiche Spiegelverkehr. Das heißt, auf der linken Seite des Türes nicht den ersten Block, sondern den zweiten. Und dann nach vorne lassen wir einen frei. Und dann hier setzen wir einen Quarzblock hin. Und diese müssen wir jetzt einmal hochziehen. Ich meine auf eine Höhe von 6. Also einen haben wir ja schon. Dann haben wir 2, 3, 4, 5 und 6. Und hier auch. Also 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Dann ziehen wir hier nach links einen Block hin und hier nach rechts einen Block hin. Und dann nehmen wir uns Quarztreppen und setzen hier eine umgedrehte dran, da eine umgedrehte dran, hier eine umgedrehte dran und da eine umgedrehte dran, dass man hier insgesamt so einen großen Bogen hat. Und
Genau, dann nehmen wir uns diese Kante und nach hinten ziehen wir dann auch nochmal einen Quarzblock an die Wand dran und hier genau das gleiche, auch einen Quarzblock an die Wand dran und ziehen dann den ganzen Bereich zu, dass das so eine feste Form hat. Genau, da kann man eigentlich hier schon mal hingehen und auch umgedrehte Treppen dran setzen. Ist jetzt ein bisschen schwer, aber genau, einfach, dass man da eine umgedrehte Treppe dran hat und hier das gleiche auch, also eine umgedrehte Treppe dran. Dann sieht das von außen so aus. Also wie so ein leichter, angeschrägter Bogen. So, was wir jetzt als nächstes machen, ist, dass wir Ziegelsteine nehmen und dann überall auf den Quarz nochmal Ziegelsteine draufsetzen. Dann nehmen wir uns Ziegelsteinstufen und setzen an der unteren Kante von den Ziegelsteinblöcken nochmal Stufen dran, die wir komplett außen herumziehen. So. Und dann nehmen wir nochmal Stufen und ziehen die hier oben so drauf, dass man das so schräg, dass es schräg an die Wand dran geht. Genau, ziemlich genau so sollte das dann sein. Als nächstes, so, wo machen wir als nächstes weiter? Ich würde fast sagen, dass wir erst einmal, wenn wir unten in das Haus reingehen, dann seht ihr hier hinten diesen ganzen Bereich, wo diese einzelnen Blöcke sind und sowas. Da gehen wir jetzt an diese Kante dran. Hier vorne und ziehen Sandsteinblöcke von unten einmal bis nach oben dran, bis hierhin. Und von hier außen an diesem Block ziehen wir einmal Sandsteinblöcke. Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, wie hoch das ist. Ich meine 6 Blöcke hoch insgesamt. Also einen haben wir schon, dann haben wir 2, 3, 4, 5 und 6. Und ziehen diesen dann einmal nach hier dran, bis an diese Wand. Und diesen ganzen Bereich, den wir jetzt markiert haben, den füllen wir komplett mit Sandsteinblöcken aus. Das heißt, hier kommt überall Sandstein rein, so dass wir hier eine solide Wand haben. Genau, was wir jetzt auch noch machen können, ist, dass wir diese ganzen, also das werden alle Säulen sein. Dieser Block, der Block, der Block und dann das da hinten. Dann können wir schon mal dahin gehen und diese alle auch auf eine Höhe von 6 ziehen. Das heißt, einen haben wir ja schon, dann haben wir einen zweiten, dritten, vierten, fünften und sechsten. Und hier auch 2, 3, 4, 5, 6. Hier auch 2, 3, 4, 5, 6. Und hier auch 2, 3, 4, 5, 6. Und den hier können wir dann einmal sogar hochziehen bis ganz nach oben. Also bis auf, ja, bis sich das damit verbindet. Und hier bin ich mir jetzt irgendwie gerade nicht ganz sicher. Ah, doch, genau, hier kommen Fenster rein. Das heißt, wir setzen hier schon mal viermal Glasscheiben rein, also zweimal zwei Blöcke, dann Sandstein darüber, dann nochmal Sandstein und dann wieder Glasscheiben, also dass wir wieder so ein Fenster haben. Und dann können wir einmal Sandsteintreppen nehmen und immer hier oben wieder umgedrehte reinsetzen. Also hier und so, dass man hier einen Bogen hat und dann hier der nächste Bogen und dann hier auch nochmal zwei Bögen. Also genau, dass man, ne, ihr seht das schon, einfach so, dass man hier diese Bögen hat, ist eigentlich relativ easy. Genau so, ich würde sagen, jetzt als nächstes machen wir einmal mit dem Dach weiter oder mit den Dächern weiter. Es sind ja mehrere. Und zwar fangen wir ganz oben an und ihr seht ja diesen ganzen Bereich, so diese oberste Schicht. Hier setzen wir jetzt überall nochmal Ziegelsteinblöcke drauf. Und zwar komplett außen herum. So. Und wenn wir das gemacht haben, dann nehmen wir wieder Ziegelsteinstufen und setzen auf der unteren Kante von diesen Blöcken nochmal Stufen dran. Und diese ziehen wir jetzt auch einmal komplett außen herum. So. Hier auch außen herum. Hier geht es dann einfach über diesem Dach drüber. Und bis hier vorne hin. Dann als nächstes brauchen wir nochmal eine Schicht. Also es muss jetzt einfach so treppenweise immer höher gehen. Ich würde sagen, als erstes ziehen wir überall nochmal Blöcke dran. Komplett, also an dieser äußeren Kante. So, ups, so bis hierhin. Und überall, wo wir jetzt Blöcke draufgesetzt haben, jetzt nochmal Stufen drauf. So, damit das so treppenmäßig immer weiter nach oben geht. So, bis hier vorne hin, dann nehmen wir uns wieder Ziegelsteinblöcke und setzen die jetzt einmal hier wieder außen am Rand entlang.
Ups, so. Bis hier vorne und dann darüber. Und jetzt als letztes können wir diese ganze Schicht, die jetzt noch frei ist, auch erstmal Blöcke hinsetzen und dann nochmal Stufen oben drauf. Also einmal so und so. Und dann haben wir hier ein vernünftiges Dach schon mal auf dieser Stelle. Genau, so. Jetzt als nächstes setzen wir überall auf diesem Quarz nochmal Ziegelsteine, also Ziegelsteinblöcke oben drauf. Das heißt einmal komplett überall Ziegelsteine drauf. So. Dauert jetzt ein klein bisschen, weil ich mich die ganze Zeit verbaue. Genau, und dann nehmen wir uns wieder Ziegelsteinstufen, wie auch sonst, und ziehen die einmal hier außen an der unteren Kante entlang. So, einmal hier komplett rüber bis dahin. Und dann hier bis an diese Wand dran. Und jetzt wird es eventuell ein bisschen komplizierter. Weil wir müssen einmal hier an dieser Kante ganz unten dran einen Quarzblock hinsetzen und den jetzt nach vorne ziehen, bis er sich hiermit verbindet, also mit diesem Ziegelstein. Und jetzt nehmen wir uns Ziegelsteinstufen und ihr seht ja hier, das geht ja eine Stufe hoch, eine zweite Stufe hoch. Jetzt machen wir eine dritte Stufe, also hier hin, und ziehen die nach rechts, aber nicht bis auf das Quarz drauf, sondern hiervor hören wir auf. Und auf dieser Höhe bleiben wir dann und ziehen das dann nach hinten an die Wand dran. Das heißt, hier kommen überall nochmal diese Stufen dran. Und zwar bis hier hin. Und wie gesagt, der Quarz, der bleibt unberührt. Genau. So, dann ziehen wir, oder wir nehmen uns nochmal Quarzblöcke und ziehen die jetzt nach rechts rüber. Und zwar bis zwei Blöcke vor dem Ende. Das heißt, hier bleiben zwei Blöcke erstmal frei. Genau so. Dann gehen wir einmal an diese Ecke dran und ziehen hier Quarz, also nee, nicht Quarz, sondern Sandstein, zwei Blöcke runter. Und dann ein Quarz darunter. Und den Quarz ziehen wir jetzt nach vorne weg. Bis zwei Blöcke vor diesem Ziegelstein, also auf die gleiche Höhe wie da hinten. Und dann verbinden wir die auch einmal. So, und so, was wir dann machen, ist, dass wir, jetzt muss ich genau aufpassen, so, dass wir hier, ihr seht ja, also es ist ja im Prinzip immer eine Stufe, die das hochgeht, und jetzt müssen wir noch eine Stufe weiter höher gehen, das heißt, auf diese Höhe, von der Seite, jetzt sieht man das ganz gut, also noch eine Stufe höher, und, ups, was ist los? So. Und auf dieser Höhe bleiben wir. Das heißt, den Rest, der jetzt noch so offen ist hier, den machen wir dann mit Stufen einmal komplett zu. Ich hoffe, das war jetzt genug erklärt oder gut genug erklärt. Könnte eventuell ein bisschen kompliziert sein. So, aber genau, also der ganze Bereich, wo nicht der Quarz das trennt, ne? Also hier so. So, und dann bis, ups, bis hier an diese Wand dran. So, genau, also dieser ganze Bereich, den haben wir jetzt gesetzt mit diesen Stufen. So, also der Zweck davon ist einfach, weil hier nochmal diese kleine Dachterrasse drauf kommt. Ich würde sagen, wir können schon mal diesen Quarz nehmen und den einmal hier rüber verbinden mit dem hier. Und dann einmal das komplett mit Quarzblöcken zumachen. Diesen ganzen Bereich hier. So. Und dann können wir uns Birkenholzzaun nehmen und den komplett einmal außen herumziehen. Also hier am äußeren Quarz entlang, hier entlang, bis auf diese Ecke und dann, bis sich das hiermit wieder verbindet. Genau, so. Dann, was wir hier machen, ist, dass wir in die Mitte gehen und da einmal zwei Sandsteinblöcke hinsetzen. Und zwar so.
Dann reißen wir diese zwei Blöcke raus und setzen stattdessen umgedrehte Quarztreppen da rein. Also hier und diese zwei reißen wir auch raus. Umgedrehte Quarztreppen hier rein, damit man solche Bögen hier hat. Genau, soweit erstmal. Dann würde ich sagen, als nächstes machen wir hier mit diesem Dach weiter. Und zwar ist es ja auf der Rückseite. Und da machen wir es wie auch sonst die ganze Zeit, dass wir einfach hier oben auf diesen Sandstein komplett einmal Ziegelsteine draufsetzen. So, dann wieder Ziegelsteinstufen nehmen und die auf der Unterkante einmal entlang ziehen. So bis hierhin, bis an das Fenster dran. Und dann noch eine Schicht weiter hochgehen. Das heißt, hier auf dieser Höhe das auch einmal komplett außen herumziehen. So und bis an die Wand dran. Und dann haben wir drei und dann machen wir das noch ein letztes Mal. Also, dass wir hier auf diese Höhe dran gehen. Das im Prinzip hier außen rumziehen und dann bis da hinten dran. Und auf der Höhe bleiben wir. Das heißt, den Rest, den füllen wir dann einfach hier komplett auf. So, dann haben wir 1, 2, 3, 4 Stufen. Und so soll das Ganze hier sein an dieser Stelle. Und damit seht ihr schon, also gerade durch diese Dächer hat man schon ziemlich viel Struktur einfach reingebracht. Und das sieht sofort um einiges besser aus. So, jetzt gucke ich gerade, was jetzt noch fehlt. Es sind eigentlich fast nur noch irgendwelche Details oder hier innen gerade der Bereich. Und was wir hier machen, ist, dass wir einmal wieder Sandstein nehmen und hier auf der linken Seite, also diesen ganzen Bereich von hier bis dahin, füllen wir mit Sandstein auf und machen das einmal komplett zu. Also von unten bis nach oben, dass hier komplett Sandstein ist. Hier ziehen wir dann einmal links eine Verbindung von unten nach oben und ziehen das oben dann nach rechts rüber. Dann gehen wir einmal außen hin, hier in diese Kante und ziehen die hoch, bis sie sich mit dem Quarz hier berührt und ziehen das dann einmal nach links rüber und zwar bis ganz nach links, also dass es hier erstmal so zu ist. Und hier an der Stelle habe ich glaube ich zwei Fenster reingesetzt, also erstmal so hier ein 2x2 großes Fenster, dann Sandstein, dann noch einmal Sandstein und dann wieder ein Fenster. Und dann rechts nochmal Sandstein rein. Also, dass man hier zwei von solchen Fenstern hat. So, dann gehen wir einmal hier hinten an diese Ecke, ziehen die auch einmal hoch bis an den Quarz dran, nach links rüber. Und dann auch nach hinten rüber, bis sich das hier mit der Wand verbindet. Dann können wir den da drüber eigentlich auch schon mal reinsetzen, diesen Block. So. Und das hier nach unten zumachen. Und ich weiß jetzt gar nicht genau, wie ich das hier mit den Fenstern gemacht habe. Ich glaube, hier habe ich links eine Verbindung reingesetzt und dann so ein 3-Block breites Fenster hier reingesetzt. Und hier auf der Seite zieht man links nochmal Quarz, Sandstein rein, rechts Quarz, nicht Quarz, sondern Sandstein rein, sorry. Und dann hier einmal Glas in die Mitte, dass man auch hier so ein 3x2 Blöcke großes Fenster hat. So, und damit haben wir die Struktur hier unten auch geschaffen. Jetzt würde ich sagen, ich gehe einmal ins Hausinnere rein und diesen Bereich hier, den habe ich noch so ein bisschen abgetrennt. Das heißt, so jetzt muss ich mal genau gucken. Wir haben hier in der Mitte eine Säule, die hier hinkommt. Also ihr seht hier, das sind fünf Blöcke und dann in die Mitte hiervon kommt eine Säule, die vier Blöcke hoch ist. Und dann einmal umgedrehter Sandstein hier und dahin und hier auch umgedrehter und da umgedrehter, also dass man hier zwei von diesen Bögen wieder hat. Genau so. Dann kann man einmal die Zwischenetage reinziehen und dafür brauchen wir jetzt einmal Quarzstufen. Und diese ziehen wir dann. Also wenn wir uns hier einmal irgendwo hinstellen und zwar 1, 2, 3 und der vierte Block. Die obere Kante davon, da setzen wir dann Quarzstufen hin und ziehen die dann einmal komplett überall hin. Also hier entlang bis, genau hier müssen wir dann aufpassen, weil hier ganze Blöcke sind. Das heißt, hier zieht man das einmal auf dieser Höhe entlang und dann einmal so, dass man die ganze Fläche ausfüllt. Es dauert gar nicht mal so lange, weil
es gar nicht mal so viel Fläche ist. Genau, dass das Ganze so aussieht. Was wir dann noch machen müssen, ist, dass wir hier diesen Quarzblock rausreißen und stattdessen einen Sandstein dahin ziehen, damit das einfach vernünftiger aussieht. Hier diese beiden Blöcke reißen wir raus, setzen hier anstatt Quarz Sandstein hin und dann hier Quarzstufen hin, dass man hier so hochgehen kann. Und auf der Seite die zwei Blöcke raus, den Quarz raus und stattdessen Sandstein da rein und dann einmal Quarzstufen dahin, dass man auch hier so hoch und runter gehen kann. Hier können wir uns Birkenholzzaun nehmen und das einmal da drauf setzen, dass man hier nicht runterfallen kann. Und dann passt das Ganze auch schon. Und wie gesagt, eigentlich kann man hier irgendwo eine Treppe reinziehen. Wie gesagt, ich würde die, glaube ich, hier hinziehen. Warte mal. Ich gucke gerade mal, ob das vernünftig aussieht. So, hier passt perfekt eine Treppe rein. Also so, dann zieht man da noch umgedrehte rein. Das habe ich jetzt gerade ganz spontan gemacht. Muss man nicht unbedingt genau so machen, aber guck mal hier, zack, dann kommt man hoch. Könnte man auch andersrum ziehen? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. So ist ja letztendlich auch voll egal, wo man die genau hinmacht. Aber so, dann hat man schon mal eine Treppe. Was jetzt noch fehlt, sind eigentlich nur noch dekorative Sachen und Dinge, die das Haus noch viel schöner machen. Ich weiß nicht, wer von euch mein Tutorial angeguckt hat über 5 Tipps, wie man ein Haus verbessert. Und jetzt kommen so ein paar Tipps, die das einfach nur noch ein bisschen schöner machen und nicht zwangsläufig nötig sind, aber die wir trotzdem jetzt einfach mal umsetzen. So, zum einen sind das, dass wir Stufen nehmen und Fensterbänke hier vorne reinziehen. Und zwar einfach hier komplett unter dem oberen Fenster einfach Stufen dran. Hier unten Stufen dran und hier Stufen dran. Dann haben wir hier so ein paar Fensterbänke. Und was ich dann auch noch gemacht habe, ist, dass ich Töpfe genommen habe und Porzellansternchen und dann einfach so ein paar Töpfe dahingestellt habe. Ich weiß auch gar nicht genau, wie. Ich glaube, hier habe ich einen Topf, hier einen Topf, Sternchen rein und irgendwie hier einen Topf und da einen Topf und dann diese Porzellansternchen da rein. So, dann sieht das hier schon mal viel besser aus. Was ich dann noch gemacht habe, ist, dass ich wieder Steinstufen genommen habe und überall zwischen diesen Säulen einfach Steinstufen gesetzt habe. So, hier entlang, hier auch. Und das komplett überall hin. Damit man das so ein bisschen abtrennt, also diesen inneren und den äußeren Bereich. Und dann habe ich außerdem auch noch Grasblöcke genommen und diese jetzt überall vor diese Säulen hingestellt. So, hier, 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 hier. An den Ecken jeweils dann 2 Stück. Und hier überall einfach Grasblöcke. Und dann habe ich Holzfalltüren genommen und diese dann immer da dran gesetzt und zugeklappt. Also hier komplett entlang. So, hier diese Holzfalltüren dran. Ups. So. Bei den Ecken, da müsst ihr mal aufpassen, weil man nicht hier und hier eine dran setzen kann, habe ich einfach unten eine dran gesetzt und den Rest dann so offen gelassen. Und dann kann man hier wieder welche dran setzen. So, es dauert jetzt ein bisschen. Ich weiß, ich muss es hier jetzt auch nicht komplett machen, sondern ihr wisst schon, was ich, wie das Ganze fortgesetzt wird. Und dann habe ich einfach Porzellansternchen wieder genommen und die hier oben drauf gesetzt. Ich weiß nicht, irgendwie finde ich diese Porzellansternchen, die passen so zu diesem italienischen und machen das Ganze noch so ein bisschen schicker. Genau das habe ich gemacht. Außerdem habe ich noch einen Schornstein dran gesetzt und zwar hier auf der Hinterseite. Genau. Also ihr seht hier, wo das Dach hier in das Dach rüber geht, habe ich diese Stufe rausgerissen und dann auch Sandstein genommen und den hier reingesetzt und dann noch einen zweiten, einen dritten und einen vierten Sandstein da drauf gesetzt, dass man so einen Schornstein hat und einen Amboss dann einfach oben drauf gesetzt. So, und dann hat man hier einen schicken Schornstein, der das Ganze nochmal so ein bisschen schöner macht. Und so, dann haben wir natürlich noch einen Pool. Das zeige ich euch natürlich auch, wie ich den gemacht habe. Ist jetzt eigentlich auch überhaupt nichts Kompliziertes, sondern ich bin hier an diese Kante dran gegangen, also in diese letzte Säule, habe Steinstufen genommen und die nach vorne gezogen.
bis, ich weiß gar nicht wie weit, hier irgendwie so, und dann habe ich das rechts rüber gezogen und an die Wand dran verbunden. So, also in diese Wand. Und dann reißt man hier diese zwei Blöcke raus, diese zwei Blöcke raus. Dann habe ich Fichtenholz da reingesetzt. Und das habe ich eigentlich hier überall gemacht. Also hier zwischen auch. Und dann diesen ganzen Bereich mit Fichtenholz ersetzt. Also ich habe eigentlich überall Fichtenholz, auch in der Innenseite. Also hier überall im Hausinneren Fichtenholz reingesetzt als Boden. Das mache ich jetzt nicht, sondern das könnt ihr dann bei euch machen, weil, also da braucht man kein Tutorial für. Das kriegt jeder einfach so hin, das Gras raus und stattdessen Holz rein. Hier habe ich dann noch Stufen zwischengesetzt, hier in der äußeren Seite. Und dann hier überall, wo jetzt noch Gras unten ist, reißen wir das einmal raus. So. Dann brauchen wir wieder ein bisschen Sandstein und setzen hier anstatt der Erde Sandstein hin, hier, hier, hier und hier unter auch einmal anstatt diesem Gras kommt dann Sandstein hin, damit das ein bisschen vernünftiger ausgearbeitet aussieht. So, und dann reißen wir den Boden noch mal raus. Also diese ganze Erde, der jetzt noch da ist. Und ich habe hier als Poolboden Quarzblöcke genommen. Man kann auch ein anderes Material nehmen, aber irgendwie fand ich, dass Quarz eigentlich ganz cool hierzu passt, weil wir sowieso schon Quarz haben bei dem Haus, also hier zum Beispiel. Und ja, Quarzboden im Pool kann man auf jeden Fall machen, meiner Meinung nach. So, dann nehmt ihr euch einfach Wasser und setzt das hier ein, überall, so dass das Wasser still wird und nicht mehr irgendwelche Strömungen da sind. Und dann hat man hier den Pool. So, dann noch eine Sache, die ich hier vorne gemacht habe am Eingang, ist, dass ich schon wieder Steinstufen genommen habe, eine hier zwischen gesetzt habe und hier zwischen und dann hier einfach so, weiß ich nicht, drei Stufen rausgezogen habe oder ich weiß nicht, ob es drei waren, vielleicht auch nur zwei, so. Und dann Kies genommen habe und den hier eingesetzt habe als Weg. Sowas macht auch immer schon ziemlich viel aus. Einfach wenn man so ein bisschen Weg hinsetzt, sieht das Ganze schon viel gemütlicher aus. Und auf der Innenseite hier, das sieht einfach dumm aus, wenn hier Gras ist. Aber wie gesagt, ich habe den ganzen Boden hier mit Holz ausgefüllt. So, dann kommt da Holz rein. Und dann habe ich noch zwei von solchen Bäumen dahingesetzt. Also ihr seht das da im Hintergrund. Und ich finde, die wirken irgendwie immer so ziemlich italienisch. Ich weiß gar nicht warum. Aber da habe ich einfach einen Birkenholzzaun genommen, hier hingestellt und hier hingestellt. Und das Einzige, was man macht, ist Eichenlaub und vier Blöcke aufeinander. Also 1, 2, 3, 4. Und hier auch. 1, 1, 2, 3, 4. Und damit hat man diese Bäume. Also wirklich ganz easy. Aber ich finde, die machen schon richtig, richtig viel aus. Genau. So, jetzt gucke ich mal gerade meine Bilder durch, ob ich noch irgendwas Wichtiges vergessen habe. Aber ich meine ansonsten, genau, also hier müsst ihr dann natürlich noch diese Dinger dran setzen. Ach, und hier hinten, genau, in diesem ganzen Bereich, der von diesen Säulen umrahmt ist, hier habe ich auch komplett einfach Holz reingesetzt. Und dadurch wirkt das dann auch sofort schon viel besser, weil man hier einen vernünftigen Boden hat und nicht einfach so einen Grasboden. Genau, also das könnt ihr dann auch noch machen. So, das mache ich jetzt auch nicht in diesem Video, sondern das kriegt ihr selber hin. Also wie gesagt, hier, guck mal, ist das Gras. Und so sieht das Ganze aus, wenn man da Holz drin hat. Ist sofort viel besser. Ja, und das war's eigentlich schon. Ach, hier habe ich auch noch genau Fensterbänke reingesetzt, ne, wie ihr seht. So, an diesen Fenstern, hier an diesen Fenstern. Einfach Fensterbänke dran. Aber genau, ansonsten war es das mit diesem Haus eigentlich schon. Falls euch das Ganze gefallen hat, dann wäre es cool, wenn ihr einfach einen Like-Button presst und genau ein Like da lasst, ein Abo da lasst, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und ansonsten, Leute, nochmal Dankeschön fürs Zuschauen. Und ich würde sagen, postet gerne eure fertigen Häuser in die Jannis-App oder auch auf Instagram mit dem Hashtag JannisGerzen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein, meine Freunde. Ciao. Ciao.